war der allerletzte Dread, Leute. Guck mal da. Da vorne. Da. Wir haben da einen kompletten Haufen gemacht. So, erstmal den Schmuck hier. Alter. Du hattest echt viel Schmuck drin. Der Käse ist gut. Käse ist scheiße. Der Käse ist scheiße. Was machst du da? Leute, ich weiß nicht, ob man sieht, ja, aber ich habe meine kurzen Dreads. Ich habe die abgeschnitten. Und ich bin mit Julie heute mal wieder unterwegs. Das ist richtig lange her, dass ich mit Julie überhaupt rumgefahren bin. Und aber der war irgendwie gerade im Fitnessstudio und so. Und deswegen haben wir uns entschlossen, komm, wir sehen uns auch nochmal. Und ich habe voll Hunger. Julie muss noch was einkaufen gehen. Und ey, Leute, ich bin richtig zufrieden mit den kurzen Dreads. Julie ist, ich habe keine Ahnung, was der da macht. Der ist ja gerade am Tanken. Ich glaube, der kann gerade rein. Ne? Ich noch viel Spaß. Hau rein. Julian, du tankst sehr erotisch. Ey, warum schließt du denn jetzt ab? Ich muss ins Auto. Oh mein Gott. Er ist so ein Verräter. Blablabliblablab. Ist offen, ne? Ruf ich so an, ruf jetzt. Fenster geht auf. Das ist echt die Hauptsache, ne? Weil das passiert ja echt oft, dass es nicht geht. Julian, 18 Jahre alt, scheiße am Einparken. Hey, muss doch nicht direkt ganz die Welt wissen, gell? Find schon. Ist hinter mir überhaupt jemand? Naja, aber da ist jemand. Verdammt! Warte. Der denkt, ich fahr raus, tu ich aber nicht. Ah. Du bist ekelhaft, du kaufst gesunde Sachen in einem Supermarkt. Dafür sind Supermärkte nicht da. Jetzt mach ich Schokolade. Das ist meine Abteilung. Komm, kauf Brot. Nehmen wir ein Vollkornbrot oder gesundes? Komm, kauf Brot. Trau dich. Trau dich, Brot zu kaufen. Ja, so, guck mal, Leute, da bin ich. Was jetzt? Mann! Du bist ein Arschloch. Kann man sich doch hier nicht anhören. Nee! Melodio Bello! Oh fuck, soll ich falsch schon? Der Käse ist gut. Käse ist scheiße. Der Käse ist scheiße. Was machst du da? Käse ist scheiße. Leute, das ist der coolste Mensch auf Erden. Hey, aber was machst du hier? Oh, wir haben einen neuen Kameramann. Den haben wir einfach irgendwo in der Stadt aufgegabelt. Ne? Ja. Da. Ich zahle mich ja auch gut dafür. Den kennt ihr schon eigentlich alle. Also nicht? Die meisten. Oh. Was? Eine Freundin hat mir geschrieben, ich liebe dich, Schatz. Ja. Ich liebe dich auch, Josh. Süß. Ja, ne? Oh. Hey, holst du dir jetzt auch was? Ja, ja. Ich will auch was. Achso, ja, dann musst du dich hier hinstellen. Wer holt sich denn was? Ja, warte! Ich! Nee, das ist nicht so lobenswert. Siehst du, der G mit seinen Chicken Wings. Chickens. Wiz Khalifa in the Meckes. Wiz Khalifa. Mit Kameramann in Stadt aufgegabelt. Einfach random einen Menschen mitgenommen. Ich! Das ist der Typ mit dem Apfel. Tschüss, Julian. Wir sehen uns demnächst. Chickens! Mein Chicken, wir sehen uns demnächst. Hau rein. Komm gut nach Hause. Ja, nee, ich lass die auf. Komm gut nach Hause. Jo, ciao. Hallo, Leute, und herzlich willkommen. Boah, ich bin ja voll gemein Lampe geknallt. Leute, ich habe ein total beschissenes Licht in diesem Zimmer und es ist draußen schon wieder dunkel. Und deswegen habe ich jetzt einfach so eine komische Lampe hingestellt, deswegen existieren hier voll die coolen, krassen Schatten. Auf jeden Fall, Leute, ich wollte mich einfach nochmal richtig krass bei euch bedanken für eure positiven Kommentare. Leute, ich habe meine Haare abgeschnitten. Die sind gar... Ich finde, es sieht gar nicht so beschissen aus, ja. Man hat es jetzt, glaube ich... Ich weiß jetzt nicht, ob man es im Video irgendwo ein bisschen gesehen hat. Aber jetzt ist es halt auch schon wieder dunkel. Deswegen kann ich es euch schon wieder nicht richtig zeigen. Auf jeden Fall möchte ich mich einfach nochmal bei allen bedanken. Und deswegen habe ich mir gedacht, komm, das ist ein Vlog. Und du liest jetzt einfach mal alle Namen vor, dessen Kommentare du schön fandest in dem letzten Video. Und zwar Swiss Dreadhead, Dennis, Julia Jadasch, Sabrina Sophie Lehmann, Tabu, Svenja... In Klammern Fußball. Labby. Amy the Sweet Love. Die Beanie Weenie natürlich. Fritzi und so. Alban. Moni. Dominik Fels. Kati. Aloha Paulele. Luki. Midnight hat mir noch geschrieben, du bist cool. Den wollte ich jetzt auch einfach mal mit reinnehmen.
Auf jeden Fall, Leute, wollte ich mich einfach nur noch mal ganz herzlich bei euch allen bedanken, die mir in das letzte Video geschrieben haben. Und natürlich an meine Freundin, die gesagt hat, oder es einfach durchgeführt hat, einfach meine Dreads mit mir abzuschneiden. Wir hatten Probleme mit der Schere, weshalb wir das mit dem Karam mitgeschnitten haben am Ende. Ich will euch jetzt, ich hatte das ja aufgenommen, wie wir die abgeschnitten haben. Ich wollte euch jetzt öffnen und das Video ans Ende pappen, wie wir das alles abgeschnitten haben. Ich wünsche euch viel Spaß, ich wünsche euch einfach einen wunderschönen Abend, Leute. Das war's mit diesem Video, jetzt kommt das Abschneiden. Bis zum nächsten Mal, euer Yoshi. Ich hoffe, euch hat der Anfangs-Vlog gefallen mit Juli und mit Marlon. Den haben wir nämlich einfach irgendwo in der Stadt aufgegabelt und der ist dann einfach mit uns gefahren. Vielen, vielen Dank und tschüss. Schon immer jemand die Dreads aufschneiden, ne? Super. We knew that we are getting old. Last time to be away. Meinen eigenen Dread ab. 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 Oh mein Gott, Leute! Ey, das sieht so krass aus, ne? Guck mal, wie, ja, das sieht so echt anders aus. Satisfied if I make it. My father told me don't break it. Living life how I want to. Rising high without faking. Satisfied if I make it. My father told me don't break it. Living life how I want to. Ich habe meiner Mom gerade ein Bild geschickt davon, dass ich meine Haare halt gerade abschneide. Und ich schreibe halt einfach nur so OMG. Ah, jetzt kommt Fotos von dir, bitte! 13, krass, ne? Fett bis zum Gehen nicht mehr. Aber ah, Mama, aua, aua, fuck. Schutz. Ah, ey, das tut so weh. Aber das muss sein. Das müsste ich nachher machen. Sowieso, also. Oh, wirklich. Alles klar. Tod. Guck mal, jetzt hast du noch einen. Einen Dread habe ich noch? Ja, hier. Okay, wie schneiden wir den? Warte, den musst. Irgendwie sieht das so lustig aus.